Ich bin froh, dass ich mich nie habe entscheiden müssen, Heimat oder Arbeit, sagt der ehemalige Kumpel und Brigadier des Kali-Bergwerks Bischofferode, Bernd Schmelzer, heute. Sein Vater war Kali-Kumpel, sein Großvater auch. Von Anfang an war für ihn klar, dass auch er Kumpel werden würde. Dann kam die Wende und wenig später sein letzter Arbeitstag im Schacht. Der Verlust der Arbeit, der 1990 die Ostdeutschen in ihrer Existenz traf, war exemplarisch für diese Zeit. In dem kürzlich erschienenen Buch »Mein letzter Arbeitstag« ist auch die Geschichte von der Familie Schmelzer festgehalten. 24. Dezember 1992. Es ist der Anfang vom Ende. Im Kaliwerk Bischofferode erfahren die Kumpel vom Verkauf ihres Werkes durch die Treuhand an das westdeutsche Unternehmen Kali und Salz. Weihnachten 92 beginnt der Kampf um ihre Jobs. Darum, den letzten Arbeitstag nicht wahr werden zu lassen. Der Treuhandbeschluss über die Fusion von MDK und Kali und Salz Kassel soll einstimmig gefasst worden sein. Im Kaliwerk Bischofferode arbeiten auch die Schmelzers. Vater Gerhard als Kulturhausleiter, Mutter Gertrud als Telefonistin, Sohn Bernd in der Produktion und dessen Frau in der Ambulanz. 4 von 2000. Familie Schmelzer trifft es besonders hart. Das war der 24.12. Im Briefkasten lagen schon 3 blaue Briefe, blau-graue Umschläge. Dort wurden entlassen mein Vater, meine Mutter und meine Frau. Im Tal der Tränen war ich dort angekommen. Von einem Tag auf den anderen nicht mehr gebraucht zu werden. Man schüttelt mit dem Kopf und man sieht in dem Moment die teuflische Fratze des Kapitalismus. Wir waren geplättet, entsetzt, zornig, geheult vor Wut und das einen Tag vor Weihnachten. Rückblick. Zu DDR-Zeiten stehen die Bischofferöder Kali-Kumpel gut da. 97% ihrer Düngemittelproduktion gehen in den Export. Sie erwirtschaften harte Devisen. Wir haben uns ja nicht nur vorgenommen, den Plan zu erfüllen, sondern wir wollen ja den Plan um 3000 Tonnen übererfüllen. Es sind keine hohlen Phrasen, die die aktuelle Kamera hier verbreitet. Zur Wende ist das Werk grundsaniert und fährt auf hohem technischen Niveau. Nun, Ende 1992, werden auf einen Schlag 700 Kali-Werker entlassen. Nur wer im Kerngeschäft tätig ist, bleibt. Wie Bernd Schmelzer. Alle Hoffnungen der Familie ruhen jetzt auf ihm. Ich hatte keine Angst vor der Zukunft, weil das Salz war gut, das Produkt war gut, die Vorräte sind ja noch da, die Lager. Dadurch haben wir eben fest dran geglaubt, dass es für uns weitergeht, weil wir somit das modernste und leistungsfähige Werk der Südharz-Kaliwerke waren. Doch dann kommen die ersten Gerüchte auf. Bischofferode soll ganz platt gemacht werden, trotz Reserven von 13 Milliarden Tonnen Kalisalz unter Tage. Immer öfter fahren sie plötzlich Leerschichten, angeblich weil die Absatzmärkte zusammenbrechen. Die Kumpel ahnen, dass sie nur ein lästiger Konkurrent ihrer neuen Herren von Kali und Salz sind. Im April 93 besetzen sie ihr Werk. Ich ging davon aus, jetzt kam Fachkompetenz, Marktmacht und Geschäftskunde alles noch ein bisschen dazu. Aber dieser Kali-Vertrag wurde, der Betriebsrat wollte nicht unterschreiben. Er durfte aber auch nicht sagen, warum. Es kamen Fragen auf, so langsam, ne? Was das soll, wohin die Reise geht und was am Ende steht. Angst macht sich breit, auch die verbliebenen 690 Arbeitsplätze zu verlieren. Im April 93 demonstrieren sie vor dem Thüringer Landtag. Wir werden nicht in die Fremde ziehen und uns eine Arbeit suchen. Und im Mai 93 vor der Treuhand, um die Details aus dem geheimen Kali-Vertrag zu erfahren. Vater Gerhard Schmelzer beteiligt sich nicht am Arbeitskampf. Er will sich in den wenigen Monaten bis zum Vorruhestand nicht unbeliebt machen. Es ist mir sehr schwer gefallen, praktisch von einem Leiter eines so großen Kulturhauses, dann ein paar Treppen runterzusteigen. Aber der Vorruhestand stand in Aussicht und da war ich noch ungefähr ein Jahr Wachmann an der Wache. Natürlich kommt man sich ein bisschen veralbert vor, wenn man das machen muss, aber der Grund war unter anderem auch das Haus.
Es keimt Hoffnung auf, als ein neuer Investor bekannt wird. Der westfälische Mittelständler Johannes Peine. Der will in Bischofferode sogar 60 Millionen D-Mark investieren. Aber die Treuhand hält verbissen an Kali und Salz fest. Also die Abstimmung im Treuhandausschuss ist negativ ausgegangen für uns. Ich bin sprachlos. Das kann man nicht begreifen, sowas. Hier hat man gezeigt, ein Ossi darf nicht gewinnen. Das war das hier und nicht anders. Anfang Juli eskaliert die Lage in Bischofferode. Die ersten Kumpel treten in den Hungerstreik. Nach einer Woche kollabiert der Erste und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie leben nur von Brühe, Wasser und Saft. Als der Nächste zusammenbricht, übernimmt Bernd Schmelzer seinen Platz. Bernd war eigentlich voller Hoffnung, ja. Denn er war ja kein schlechter Produktionsarbeiter und er hing auch an seinen Beruf. Damit nun die Streikfront nicht zu sehr bröckelt und leere Betten dort stehen und pritschen, habe ich mich dann spontan entschlossen, hier springst du ein, hier wird die Front gehalten. Wer aus dem Krankenhaus entlassen wird, füllt sofort die Streikreihen wieder auf. Selbst die Frauen gehen unter Tage. Der politische Druck wächst immer mehr. Bischofferode wird zum Symbol für den Arbeitskampf im Osten. Politiker geben sich hier die Klinke in die Hand. Es darf nicht sein, dass Mittel der Treuhandanstalt, die vom gesamtdeutschen Steuerzahler insgesamt aufgebracht werden müssen, dazu dienen, westdeutsche Unternehmen zu sanieren, ohne Arbeitsplätze in Ostdeutschland zu erhalten. Die Bergleute hoffen nur noch auf Hilfe aus der Politik. Wenn sich die Politik dann für uns hier stark macht, das habe ich geglaubt und meine Kollegen auch, wird sich alles zum Guten wenden. Wir müssen nur das Problem erstmal erkennen, dann bearbeiten können und dann kommen wir schon zu irgendeiner Lösung. Bischofferode lebt, steht trotzig auf der Halde. Doch Mitte Dezember 1993 wird der Kali-Vertrag auch von der EU-Kommission in letzter Instanz erlaubt. Es ist wieder Weihnachten in Bischofferode und nun endgültig Schicht im Schacht. War eine große Betriebsversammlung noch mal anberaumt. Die Vertreter haben klipp und klar gesagt, wer heute einen Aufhebungs- oder Änderungsvertrag unterschreibt, dem ist die Abfindung sicher. Wer nicht unterschreibt und klagen will, da ist natürlich das alles fraglich und auf Kippe. Und viele Leute haben in dem Moment gesagt, der Spatz in der Hand ist mir doch lieber wie die Taube auf dem Dach. Der weitere Protest ist damit abgewürgt und kommt zum Erliegen. Schnell werden in Bischofferode Fakten für das Endgültige ausgeschaffen. Bernd Schmelzer muss sein eigenes Werk demontieren. Dann folgen Waldhege- und Pflegearbeiten und eine schwere Krise. Zwischendurch hatte ich mich auch viel mit Alkohol getröstet. So. In Auffanggesellschaften werden Maurer zu Elektrikern und Elektriker zu Maurern umgeschult. Nur die versprochenen Ersatzarbeitsplätze gibt es nicht. Auch ich wurde da vorgeladen. Man hat mir gesagt, ich hätte jetzt lang genug auf dem Kanapee gelegen und ich sollte doch mal wieder was tun. Hat sich natürlich bei mir verbal der Hals geplatzt. Es war ja nicht meine Idee, mich aufs Kanapee zu legen, ne, und nichts zu tun. Schließlich besorgt er sich selbst eine Ausbildung zum CNC-Dreher und findet Arbeit im Nachbarort. Vor fast 2 Jahren, im März 2013, nach 20 Jahren, kommt der damalige Geheimvertrag zwischen Kali und Salz und der Treuhand ans Licht. Unter den Augen der Kumpel passiert die Offenlegung. Bischofferode sollte vom ersten Tag an als Konkurrent ausgeschaltet werden, mit dem Wissen von Land und Bund. Es war eine späte Genugtuung für uns. Im Prinzip, wir haben es geahnt und gewusst, was da drin stand. Eigentlich müsste man den Vertrag nehmen und damit den Politikern rechts und links um Schädel hauen. Ja. Es bleibt eine der umstrittensten Privatisierungen nach der Wende. Den Kali-Kumpel von Bischofferode nützt das allerdings nichts mehr. Von